Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dievenhaft und elitär ist er genannt worden, dann gelobt für feine Ironie und wohltuende Distanz. Seine Markenzeichen, schrieb einer der vielen, die ihn porträtiert haben, seien seine Ehrlichkeit und die Unfähigkeit, etwas zu verbergen, verbunden mit einer unverfälschten Emotionalität. Das war vor allem auf den Fußballreporter bezogen, der mehr als 1500 Spiele kommentiert hat. Seit dem Januar dieses Jahres, seit seiner Rede im Bundestag, geht es weit darüber hinaus. Schön, dass Sie da sind, Marcel Reif. Dankeschön. Wenn man einen Vergleich bräuchte vom Leben zum Fußball, welcher Wettbewerb würde da am besten passen? Das fängt ja gleich mit einer hochphilosophischen Frage an. Meisterschaft, weil es relativ lange dauert, Pokal wegen der vielen Überraschungen, Champions League, weil man sowieso nie weiß. Alles davon. Fußball ist wie das richtige Leben, so habe ich es immer gesehen. Und dann habe ich immer behauptet, es ist aber auch nicht mehr, es ist nur Fußball. Und habe gemerkt irgendwann, dass ich gelogen habe über viele Jahre, weil Fußball hat mein ganzes Leben begleitet. Fußball hat mich, weiß nicht, zu dem gemacht, was ich heute für mich selber bin und was ich wurde und was ich ökonomisch und all anderen Facetten. Also, Fußball ist das Spiel der kleinen Jungs, das von den Großen gespielt wird. Und wenn man dem einmal verfällt, ist es Teil meines Lebens immer gewesen. Und ja, wenn Sie so wollen, es gibt die Pokalabende, es gibt die langen Meisterschaften, es gibt all das, können Sie übertragen. Die Metapher taugt für viel und irgendwann ist gut. Sie haben eine Vita, mit der Sie sehr zufrieden sein können. Es gab viel Respekt, es gab auch viel Kritik immer mal wieder. Wenn Sie was öffentlich machen, soll das, wenn Sie öffentlich, mir hat mir mal jemand gesagt, du wirst, wenn du auf dem Seil tanzt, musst du davon ausgehen, dass Leute zugucken. Und du willst ja auch, dass Leute zugucken. Das ist der normale Deal. Wo hätten Sie denn selber mal einen Videoschiedsrichter gebraucht? Ach, werde ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, aber doch, dann, um an der richtigen Kreuzung, an die richtige abzubiegen, wäre das eine oder andere Mal ein Videoschiedsrichter hilfreich gewesen. Hätte mir nichts abgenommen, wie auch heutzutage, nur als Hilfe. Nicht als Entscheidungsabnehmer, aber als Hilfe. Ah, da sind wir schon ganz nah am Punkt. Ich habe es in der Moderation auch schon gesagt, viel beachtete Rede gehalten im Bundestag Ende Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und Sie haben geredet über das Schweigen Ihres Vaters. Gleichzeitig aber auch, als es um die NS-Zeit und die Verbrechen da ging, Sie haben aber auch gleichzeitig immer betont, es stehen Ihnen möglicherweise gar nicht zu, so und schon gar nicht öffentlich über Ihren Vater zu sprechen. Was sagt Ihnen der Videoschiedsrichter, der Innere, dazu heute, 4 Wochen später? Richtig entschieden. Warum? Weil ich lang genug mich schwer getan habe, zu sagen, okay, ich mach's. Das war ja nicht eine Anfrage an der Straßenecke, sondern wenn dich die Bundestagspräsidentin fragt, ob du eine Rede halten möchtest, und dann merkst du, dass das genau allem widerspricht, widerläuft, was du ein Leben lang gelernt hast von und über deinen Vater, der nicht sprechen wollte. Und dann sprichst also du, wo kommen wir da hin? Aber als ich begriffen hatte, was gefragt ist, was angedacht ist, nämlich diese zweite Generation ihre Erfahrungen schildern soll, dann habe ich mich gefragt, was mein Videoschiedsrichter, mein Vater gesagt hätte, und das ist der Beste gewesen. Und der hätte gesagt, guck, dass die Schuhe sauber sind, dass das Hemd gebügelt ist. Stell dich gerade hin, sprech deutlich und mach's, weil es wichtig ist. Und deswegen ist okay. Aber erst wollten Sie nicht. Ich wollte, nein, nochmal, weil ich die Befürchtung hatte, ich soll für meinen Vater sprechen. Mhm. Und Dinge erzählen, die er erzählt hätte, wenn er es denn gewollt hätte. Und das steht mir nicht zu. Das fand ich völlig, völlig, völlig daneben. Dazu kam noch, dass eine Überlebende, Frau Sippischi, ihre Überlebensgeschichte erzählt. Und dann komme ich dahin als kleiner Nasebohrer, als Sohn was ist das für eine Berufsbezeichnung, für eine Funktionsbezeichnung, der Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Ein Nichts. Und die Frau redet und danach kommst du. All die Dinge gingen mir durch den Kopf. Also es war keine Koketterie und keine mal ohne Eitelkeit, sondern wirklich einfach, ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Und dann haben wir uns zum Essen getroffen, Frau Wahnsinnig. Und
Dann hat sie mir das erklärt und dann habe ich gedacht, ja, das musst du machen. Was ich ganz interessant fand, so im Großen und Ganzen war das ja nicht neu, das, was Sie da berichtet haben, was Sie im Bundestag dann in eine Rede gegossen haben. Sie haben es in einem Ihrer Bücher beispielsweise schon erwähnt, gleich im ersten großen Kapitel. Es gibt auch einen Artikel dazu in einem Sammelband, Die Erben des Holocaust. Ihr Buch war Nachspielzeit, wo Sie davon berichtet. Wie waren denn die Reaktionen damals darauf? Natürlich nicht so, sondern die es gelesen haben interessiert. Mhm. Die reinen Fußballer nicht, andere normale Menschen schon, haben mich gefragt, wie ich Dinge empfunden habe, wie ich sie gesehen habe, wenn sich der Moment ergab. Aber jetzt war das natürlich eine völlig andere Bühne und das Echo hatte ich auch so nicht erwartet. Wie war das Echo? Überwältigend. Heute im Flieger. Zwei Menschen, die ich noch nie gesehen habe, danke für die Rede. Bedanken sich für etwas. Und ich, nochmal, mir ist Eitelkeit nicht fremd. Aber ich bin immer noch relativ fassungslos. Weil ich sage, wofür danken Sie mir? Ich habe einfach weitergegeben, was mein Vater mir hinterlassen hat. Mehr habe ich nicht gemacht. Mhm. Und von Parteivorsitzenden bis zu kleinen Handwerkern, um es jetzt plump zu machen, das Spektrum, kommen hinreißende Reaktionen. Nur positive oder gab es negative? Eine einzige negative, weil etwas missverstanden wurde. Mhm. Dass ich Erinnerungskultur gar nicht will, was völlig daneben ist. Aber das war ein Missverständnis. Habe ich auch in einem zurückgeschrieben und versucht zu erklären. Haben Sie sich mal gefragt, was Ihr Vater gesagt hätte, wenn er es gesehen hätte, sehen können? Weil Sie ja da am Anfang genau diesen lange drüber nachgedacht haben. Jetzt wollen Sie mich an der Eitelkeit packen. Du weißt nicht, wer hätte gesagt, ich hätte gesagt, gut, hätte gereicht. Mein Vater konnte sehr klar loben und machte da nicht viel Getue. Der hat mich als Fußballspieler oft begleitet, als Junger, und der konnte mir relativ glaubhaft und klar Dinge benennen. Also er hätte gesagt, ja, okay, gut. Weil wir gleich noch auch länger, ein bisschen länger darüber reden, wie er mit dem Erbe, das er mit sich rumgetragen hat, auch mit dem, was er erlebt hat, umgegangen ist. Was ist er für ein Mensch gewesen? Völlig ein lebenslustiger Mensch, der essen, trinken konnte, der wusste, wie man sich anzieht, der wusste, wie man Spaß hat am Leben, in jeder Facette. Das war kein Holocaust-Überlebender, wenn Sie das hören wollen. Mein Vater ist nicht als Holocaust-Überlebender durch die Welt gegangen, sondern als jemand, der ein zweites, offensichtlich jetzt im Nachhinein kann ich klugscheißern, der ein zweites Leben geschenkt bekommen hatte oder sich erkämpft hatte, überlebt, erlebt hatte, eingelebt hatte, sich wieder geholt hatte und der offensichtlich entschlossen gewesen war, dieses Leben zu genießen. Das ist ganz spannend, was Sie erzählen, weil ich habe dieser Tage in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über Thessaloniki, dass bis die Nazis kamen, eine sehr jüdisch geprägte Stadt war. Inzwischen kümmern sich Historiker um dieses Erbe. Ja. Und auch der Sohn eines Auschwitz-Überlebenden, der in Thessaloniki lebt, und der sagt über seinen Vater, er hat nie mit uns darüber gesprochen, über die NS-Zeit. Er sagte, ich musste leiden, warum sollte ich auch meine Kinder leiden lassen? Also das geht in eine ähnliche Richtung dann. Es geht genau in die Richtung. Ich habe im Nachhinein begriffen, dass mein Vater seine zerstörte, überschattete Kindheit nicht noch einmal bei seinen Kindern sehen wollte. Aber ich finde, bei Ihrem Vater ging es noch ein bisschen weiter, weil Sie schreiben, wir durften nicht in jedem Postboten, Bäcker, in jedem Straßenbahnfahrer oder Lehrer einen möglichen Mörder unserer Großeltern vermuten. Das ist ja noch ein Schritt drüber über das. Also ich rede nicht über das, was mich wahrscheinlich schwer verletzt hat und was mir sehr zu schaffen gemacht hat, sondern ich gebe zusätzlich noch was weiter. Aber wir haben eben gerade über Thessaloniki gesprochen. Thessaloniki ist nicht das Land der Täter. Das Land der Täter ist Deutschland. Und da wir nach Deutschland gezogen sind, kam diese nächste, noch größere Facette hinzu. Die Kinder sollten, wenn wir nach Deutschland ziehen, das hat mir meine Mutter später bestätigt und besiegelt, das war sein Wunsch, sein Bestreben, sein Lebensziel. Seine Kinder sollten nicht auf die Straße gehen und nicht
normal über die Straße gehen können, sondern in jedem Bäcker, Straßenbahnfahrer, was weiß ich, einen vermeintlichen Mörder ihrer Großeltern vermuten können, sollen, dürfen. Das sollte nicht passieren, denn so können Kinder nicht unbelastet aufwachsen. Und das wollte er. Das war sein erklärtes Ziel. Wir müssen uns einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer Rede ansehen, denn das Schweigen Ihres Vaters über die Verbrechen damals ist dann doch nur die halbe Wahrheit. Ich erinnere mich nicht an den Anlass und nicht an den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war, was er gerettet hatte, als Essenz destilliert aus all dem Unmenschlichen der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen eines so mutigen Berthold Beitz, aus dem, was er selbst geleistet hatte mit dem kleinen Jungen, der seine eigene Menschlichkeit abgefragt hatte. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. 3 Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. In welchen Situationen ist das gefallen, dieses Sei ein Mensch? Weil Sie sagen, es gab ja unterschiedliche Situationen, offenbar universell einsetzbar. Im Nachhinein in Hunderten, wie mir so langsam reinschwebt wieder in mein Erinnerungsvermögen. Aber nie mit großem Aplomb. Also nie so, Achtung, jetzt gibt's die Weisheit von Nathan dem Weisen. Jetzt gibt es, nein, sondern beiläufig. Klar, wenn's ein Anpfiff war oder wenn ich einen Rat haben wollte, was soll ich machen? Solche Dinge. Das kam nie mit großem Gewese daher, aber hat gewirkt. Das sind aber die Wirkungsvollsten. Aber eigentlich fehlt ein Wort, ne? Eigentlich fehlt, sei ein guter Mensch, oder? Nein, fehlt nicht. Nicht? Nee, das wäre ja dann wieder eine Bedeutungsschwanger gewesen. Und das hätte, ich empfinde dieses sei ein Mensch viel stärker. Ja, aber was macht das denn dann aus, dieser Mensch Begriff sein. Mensch? Was heißt es denn dann? Was es heißt, ja, natürlich ein Mensch, so gut es geht. Okay. Ein guter Mensch. Wenn ich zu Ihnen sage, sei ein guter Mensch, verlange ich eine Menge. Und verlange ich Übermenschliches. Und das mache ich nicht. Aber wenn ich zu Ihnen sage, sei ein Mensch, mit all den Fehlerhaften, ich bin 74 Jahre alt, da lernst du spätestens irgendwann mal, dass der Mensch nicht nur Gutes tut und nicht nur gut ist, sondern dass man Fehler macht, dass man Dinge richtig falsch macht, dass man richtigen Mist baut, etc. etc. Deswegen, sei ein guter Mensch, wäre ein Postulat gewesen, lang nicht so, wie ich jetzt empfinde, nochmal, ich höre es jetzt und empfinde es wieder so. Ich empfinde es emotionaler, als Sie sich das gerade vorstellen können. Ich habe eine kleine Ahnung. So, sei ein Mensch ist so stark, dass ich knie vor diesem Satz heute nieder. Ich bin ein solcher Idiot gewesen, das nicht zu spüren oder das nicht zu, es ihm nicht zu sagen. Papa, ich habe ein paar Mal jetzt gemerkt, was du mir da sagst, das ist unfassbar. Und das habe ich nicht hingekriegt und das werfe ich mir vor. Aber ich merke heute, das nicht gespürt zu haben oder nicht den Drang gespürt zu haben, es zu verbalisieren, ist eine Fehlleistung. Aber dafür ehren Sie ihn heute. Ja. Und sehr. Und mehr denn je. Ja. Und trotzdem haben Sie der Neuen Zürcher Zeitung gesagt, manches, was jetzt aus dieser Rede gemacht wurde, das ist zu viel, das ist ungehörig. Das habe ich nicht verstanden. Naja, weil Sie haben eine tolle Rede gehalten, Herr Reif. Danke für diese Rede. Wissen Sie, wie oft wir Menschen auf der Straße jetzt begegnen und bedanken sich für eine Rede? Es gibt nichts zu danken. Mein Vater ist zu danken. Das meine ich mit ungehörig. Ich heimse hier Blumen ein wir reden jetzt und interpretieren diese Rede. Das ist,
Ich habe es Ihnen doch eben schon mal gesagt. Eitelkeit ist mir nicht fremd. Ich behaupte, ich habe sie erfunden. Aber an der Stelle hängt sie an der Garderobe. Ja. Dieses alles ist mir zu viel, was ich an positivem oder an Lob kriege für etwas, was ich nur als Bote hingetragen habe. Ja, aber gleichzeitig sind Sie doch als Bote wichtig, gerade jetzt in dieser Folgegeneration, die wir haben das Stichwort Erinnerungskultur, ist ja schon gefallen. Also es muss ja jetzt die nächste Generation auch emotional berichten aus der Zeit, damit das bei einigen auch ankommt. Deswegen sagen Sie ja selber, ich habe in dem Artikel nicht gesagt, alles ist falsch, was aus dieser Rede gemacht wird, sondern vieles ist, empfinde ich als ungehörig, wieder daneben gegriffen mit dem Wort, aber unangemessen. Es ist zu viel der Ehre, die gebührt meinem Vater. Wie ist es Ihnen da gegangen im Bundestag während der Rede? Während der Rede völlig in irgendeiner Kapsel irgendwo in einer Welt, die ich nicht kenne. Ja. Aber Sie machen doch sonst immer, Sie haben doch so lange vor die. Schauen Sie, was wir hier haben, das ist so ein schwarzes kleines Plastikteilchen. In das redest du rein. Ich hatte mal bei einem WM-Finale, weiß ich, 23 Millionen. Aber das ist doch keine 23 Millionen. Wenn man mir hinterher kam ich zurück von der WM und da sagt ein Freund von mir, guck mal, hier in der Kneipe haben wir gesessen und haben wir dir zugehört. 10, 15 Mann. So 23 Millionen, eine Monopoly-Zahl. Und da sitzt der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin, das gesamte Plenum, die AfD und klatscht an der richtigen Stelle. Und dann sitzen meine Kinder und meine Enkel oben und so. Wischen sich Tränen weg. Wie die Außenministerin. Also war nicht, dass viele bewegt. Nee, ja, war nicht Sinn und Zweck. Ja. Aber wenn es so ist. Dann ist ja offenbar was angekommen. Ja, und das meine ich auch mit den ganzen positiven Reaktionen. Das ist mir wichtig und damit kann ich gut umgehen. Offensichtlich das, was an Botschaft da drin war in der Rede, aber nicht meine, sondern vom Alten, ist genau verstanden worden. Und das ist gut. Sie haben am Ende gesagt, ich will Ihnen diesen kleinen Satz da lassen. Irgendwie, wenn man in diesen Tagen sich Demonstrationen und Kundgebungen gegen Intoleranz, gegen Hass, für Rücksicht, für Verständigung anguckt, dann steht auf vielen Schildern tatsächlich jetzt inzwischen auch dieser Satz. Also offensichtlich haben Sie ihn stellvertretend offensichtlich nicht nur dem Bundestag dagelassen, sondern auch der Republik inzwischen. Jetzt wollen Sie mich wieder, Angst kriegen. Ich habe doch genug Schiss gehabt schon im Bundestag. Kann man doch mal zufrieden sein? Ja, nein, nicht zufrieden. Aber es ist okay. Das ist gut so. Das ist wirklich gut, weil das ein guter Satz ist. Und weil das, was da drin steckt, so vieles ist und so eine Antwort sein kann auf so viele Fragen, dass es gut ist, wenn das verstanden ist. Weil dann ist es auf dem richtigen Weg. Und trotzdem sagen Sie, wahrscheinlich auch zu Recht, eine solche Veranstaltung, die im Bundestag reicht nicht. Was fehlt? Erstens ist es gut, dass es sie gibt. Mhm. Zweitens findet sie zu einem Datum statt. Und wenn Sie, ich bin kein Faschings- und Fastnachtsmensch. Mir können Sie nicht anordnen, wann ich lustig zu sein habe. Und ich kann auch mit toten Sonntag und sowas nichts anfangen. Ich betrauere meine Toten dann, wenn ich es für richtig halte und wenn es mir passt. Deswegen bin ich immer so ein bisschen. Wir machen jetzt einen Jubiläumstag oder wir machen einen Gedenktag und damit ist es dann gut. Nein, das ist nur, dieser Gedenktag ist nur nochmal wie ein Wecker. Der Wecker klingelt und so und jetzt muss der Tag aber losgehen. Ja, aber was fehlt? Was müsste es zusätzlich geben? Das täglich Gelebte. Nie wieder, habe ich in der Rede auch gesagt, ist für mich mitnichten bloß ein Appell. Ich appelliere nicht an Sie, damit hier nie wieder Holocaust passiert. Das können Sie doch nicht ernst meinen. Sondern das ist, weil es ist und weil es gar nicht anders sein kann. Das heißt also, das tägliche Leben, Mitte der Gesellschaft und alles, was im Moment so an Schlagworten läuft, aus der Mitte der Gesellschaft oder in der Mitte der Gesellschaft hat die kein Rassismus und nicht nur Antisemitismus, hat nichts Unmenschliches verloren. Nichts. Und Rassismus und Antisemitismus ist unmenschlich, weil ich Menschen nicht als Menschen betrachte. Und deswegen sind nochmal Gedenktage wichtig und jede Rede ist wichtig, die von Frau Sepeschi noch 100-mal wichtiger als meine, wie ich finde, aber
ist jetzt egal. Aber wenn daraus nicht entsteht, nie wieder. Oh, Moment mal, pass auf, nie wieder. Wo wird's gerade denn, wo wird denn da ein bisschen was verrückt? Da ist nicht, kein Millimeter ist zu verrücken. Und wenn das nicht in einer Gesellschaft als Nationalraison, Staatsraison, Volksraison, wie immer Sie das nennen wollen, wenn das nicht da ist oder nicht ausreichend da ist oder es Stellen gibt, wo es nicht da ist, dann allerdings, da hilft keine Rede, da musst du sofort losmarschieren, sofort. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das nicht so verbreitet ist, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, warum da immer noch so viel, warum da so viel Intoleranz ist, warum da so viel Rassismus ist, in welche Richtung auch immer? Viel Dummheit, Menschen, die irgendeiner dümmlichen Parole folgen. Die Antworten sind nicht so einfach. Also jetzt nehmen wir jetzt gerade mal Gaza, Hamas und Israel und Antisemitismus. Da vermengen sich ja ganze Welten. Das sind ja nicht nur Aspekte, sondern ganze Welten. Und natürlich ist das alles so wohlfallend. Natürlich ist Israel-Kritik und an Herrn Netanyahu kann ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde, wenn Sie wollen, können wir uns da nicht mal streiten, hoffe ich. Aber dass das dann in Antisemitismus kippt oder andersrum. Menschen gehen auf die Straße und beweinen palästinensische tote Kinder. Da bin ich der Erste, der mitgeht. Sofort. Mhm. Sofort. Jedes palästinensische tote Kind, jeder Zivilist, der nichts dafür kann, für das, was um ihn herum passiert und wie er benutzt wird. Und das palästinensische Volk wird in vielem so missbraucht von Führungen und von Hamas, dass das zum Himmel schreit. Das bricht, das ist doch, gehe ich sofort mit Ihnen mit. Nur es kann auf dieser Demonstration kann nicht eine Konsequenz oder eine Erkenntnis sein, from the river to the sea, nieder mit Israel und Judenstaat und so. Es ist eine nimmer nicht enden wollende Aufgabe. Und in Deutschland ist es eine besonders unstrittige Aufgabe, weil es das Land der Täter ist. Sie haben besondere Beziehungen dann nochmal nach Israel. Ich glaube, eine Cousine mit Ihrer Familie lebt da. Was erzählen die über diese? Was berichten die dieser Tage? Schrecklich Banales, Schreckliches. Du denkst jetzt, der ganze Nahostkonflikt wird jetzt in jedem Telefonat. Nein, das ist einfach, du, wenn die Sirene ist, gehen wir in den Keller. Und weißt du was, das Schlimme ist, wir gehen zu vielen Beerdigungen immer noch. Weil in jedem Haus irgendein Junge im Militär ist und mal das ist. Die haben sich auf eine Art abgefunden, aber anders geht es offenbar auch gar nicht. Und zumindest steht es mir also hier nicht zu, von im warmen Sesselchen hier darüber zu urteilen, sind die zu banal, müssten die nicht ständig, die leben. Weil nichts anderes kann ein Mensch tun, leben, anständig leben. Und die machen das Beste aus der Situation. Und du denkst immer, wie geht die in den Keller, wenn die Sirenen? Ja, das ist dann nicht, wissen Sie, das ist nicht abends in den Tagesschau heute oder wo immer Sie wollen, ein 1,30 Beitrag, sondern es ist das tägliche, die Realität. Und das ist schwer nachvollziehbar. Das ist hier direkt und indirekt auch immer wieder ein Gespräch über Sprache, über das Sprechen. Da gibt es ja auch nochmal einen hochinteressanten Punkt in Ihrer Vita. Sie haben selber mit Ihrer Familie eine Weile in Israel gelebt, da wiederum bei belgischen Mönchen sind Sie da in einem Internat gewesen. Sie schreiben, Hebräisch, Flämisch, Französisch war alles nichts, um sich verständlich zu machen. Daheim war eine Mischung aus Polnisch, Jiddisch, Schlesisch, Deutsch gesprochen worden. Richtig Deutsch haben Sie erst mit 8 in Kaiserslautern gelernt. Welche Bedeutung hat Sprache für Sie nach all diesen Erfahrungen? Sie haben das jetzt einfach so aufgezählt. Ja, ja, ein bisschen unzulässig. Ich kann Ihnen an jeder dieser, bei jedem Komma kann ich Ihnen sagen, da habe ich gelitten, da konnte ich nicht mit Kindern spielen, weil die nicht mit mir spielen konnten, wollten. Kinder sind ganz einfach, aber ich konnte mich nicht verstehen, ich konnte ihre Sprache nicht. Und das als Kind zu erleben, ist traumatisierend. Das hat mir, oder machen wir das Beste daraus, das schafft dir einen Spaß an der deutschen Sprache. Und mein wunderbarer Deutschlehrer Herr Decker in Kaiserslautern hat irgendwann meiner Mutter gesagt, der Junge schreibt mittlerweile fantastische Aufsätze. Und da hatte ich gezwungenermaßen
zu meinem Glück gezwungen, mich mit der Sprache endlich verbrüdert. Und danach habe ich mein ganzes Leben mit Labern, mit Sprache bestritten. Labern würde ich jetzt gut, nicht akzeptieren. Mit feiner Klinge. Alles gut. Ich habe noch ein Zitat. Meine Rettung war, und ich sage dieses sehr bewusst, der Fußball. Für das Spiel unserer Mannschaft war ich wichtig. Wie gut ich Deutsch sprach, war nicht wichtig. Solange du deiner Mannschaft hilfst, ist das egal. Also dann ist Sprache nicht immer so der zentrale Punkt. Damals war die Option nicht da. Ich habe nicht entschieden zwischen Sprache und Fußball, sondern meine Mutter war schlau genug, der kann kein Deutsch, der sitzt als Achtjähriger in der ersten Klasse mit Sechsjährigen, aber der kann ganz gut kicken. Und der Junge geht kaputt in dieser ersten Klasse. Das war für Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl eine Katastrophe. Aber dann am Abend ins Training zu gehen und die in der Mannschaft waren froh, dass ich bei ihnen in der Mannschaft war, das hat sehr geholfen, sehr, sehr geholfen. Kann ich mit einem langjährigen Sportreporter nicht über Fußball und die aktuellen Kommentierungen und die Art und Weise, wie Sport Fußball transportiert wird, schon sprechen. Kriegen Sie gelegentlich eine Krise beim Zugucken und vor allem Hören? Irgendwie, da wird auf 2:2 gestellt, ein Spiel gedreht. Es gibt gefährliche Situationen in der Box. Und es gibt häufig, aus meiner Sicht zumindest, oft haarsträubend, ich sag mal, schlichte Fragen am Spielfeldrand. Nehmen Sie das ähnlich wahr? Ein bisschen komplex. Die Fragen hinterher sind, ich finde, je älter ich werde, immer ungehöriger, weil der ist voll von Testosteron und ist gar nicht in der Lage, der Spieler, dir in Ruhe eine vernünftige Antwort zu geben bei den Interviews. Ja, aber man kann doch eine gescheite Frage stellen. Man hat doch 90, wenn sie zu gescheit ist, überfordert sie einen Jungen gerade, der völlig im Tunnel ist. Also lassen Sie uns über die Interviews nicht das andere. Ich mache mir nur einen Scherz, du musst heute auf den zweiten Ball gehen. Meine Schwiegermutter wird sagen, ja, spielt ihr nicht mit einem Ball. So, und dann müsst ihr gut gegen den Ball sein. Ja, aber spielt ihr nicht mit dem Ball. Ja, da hat sich ein Sprech eingebürgert, da kriege ich eine Krise, da höre ich weg. Der boxferne Sechser und all so Zeugs, da sage ich, der ballferne Sechser in der Box. Also da sage ich, Leute, wem wollt ihr was beweisen? Dass ihr einen Viertligisten trainieren könntet oder was? Oder ist euer Job, ein Spiel zu vermitteln? Also, ich kritisiere keine Kollegen, noch habe ich nie gemacht, meine ich. Solange ich noch tätig bin, werde ich das nicht tun. Aber in der Tat, da läuft was in eine falsche Richtung. Du versuchst dich anzubiedern bei Trainern offenbar oder bei wem auch immer. Und verabschiedest dich von meiner Schwiegermutter. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Jetzt habe ich am Schluss doch noch was Schwereres. Sie haben auch in einem Buch geschrieben, Sie fahren nicht nach Yad Vashem, nicht in ein KZ, nicht nach Polen, in Ihre sehr alte Heimat und noch nicht mal auf den Friedhof, wo Ihre Eltern liegen. Warum nicht? Mir gibt das nichts. Das war das Erste. Und das Zweite, ich kapsle meine Trauer, mein Gedenken Bei mir ab. Ich muss da nicht hin. Weil es dann zu wehtun würde vielleicht? Oder? Möglicherweise bin ich feige. Das habe ich ja in der Rede auch gesagt. Mhm. Ich hatte auch Angst, Dinge zu hören von meinem Vater. Und ich kann Yad Vashem, ich habe es ein paar Mal probiert. Jetzt los, ein anständiger Mensch geht nach Yad Vashem. Und dann habe ich vor dem Tor mich umgedreht und bin weg. Ich kann diese Leichenberge nicht sehen, ich will meine Großeltern da nicht sehen. Mhm. Meine Eltern liegen nicht in irgendeiner Urne irgendwo, sondern sie liegen bei mir irgendwo. Ich weiß, dass das möglicherweise in unseren Breiten, dass man das anders macht. Ich habe davon nichts. Ich habe aus dem, was ich jetzt gerade über meinen Vater wieder und damit über mich selber gelernt habe, habe ich viel mehr, das macht 100 Besuche an der Urne mit. Unsere Zeit ist um. Leider um. Vielen Dank für viele persönliche Momente in dieser Sendung. Alles Gute, Marcel Ralf. Danke sehr. Schön, dass Sie da waren. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.